Vielleicht ist die Frage ein bisschen sehr persönlich. Nein, nein, bitte ganz persönliche Fragen stellen. Aber was war für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt nehme ich ab? Das ist ja doch relativ radikal. Ja, also ich habe, wie es bestimmt bei ganz, ganz vielen Menschen so ist, öfters mal angefangen, irgendwie abzunehmen. Und ich habe auch immer wieder versucht, erwachsen abzunehmen. Ne? So man Salat zu essen und so ein Kram. Also das versuchen wir alle und irgendwann mal geben wir es auf und landen wieder bei McDonald's. Und der eigentliche Auslöser war, dass ich vom Typ Mensch eher binär unterwegs bin. Das ist dieses Geek. Ich kann entweder ja oder ich kann nein. Dieses Grau dazwischendurch, das passt überhaupt nicht zu meinem Charakter. Und vor, ich würde mal sagen, so 9 Monaten hatte ich in einem Podcast den Penn Jillette gehört. Es ist so ein Magier aus Amerika. Und der hat dann, nachdem er auch ein Jahr lang verschwiegen hat, dass er abgenommen hatte, gesagt, so, ich habe jetzt ein Jahr lang abgenommen, ich habe 100 und etwas Pfund abgenommen, also über 50 Kilo abgenommen gehabt. Und da habe ich mir gedacht, ey, das hört sich ja genial an, wie hat er das gemacht? Dann hat er es beschrieben und hat gesagt, das hier alles, was ich hier so ein bisschen gehört hat, er hat ein paar von den Büchern, die hier waren, einfach empfohlen und dann habe ich mich da eingelesen, bin dann auf meine Frau zugegangen, habe gesagt, hier, ich will mal hier anmelden, ab jetzt ändert sich bei uns was, ich werde sicherlich nicht die gute Laune haben, die ich früher hatte, aber das ist absehbar, bis wann das der Fall sein wird. Und wenn nach 2 Wochen schon die ersten großen Erfolge zu sehen sind, denn die Kilos fallen gerade in den ersten Wochen so knallhart. Und wenn man das weiterführt, geht es immer weiter. Und wenn der Gürtel kommt, und das macht einfach Spaß. Und dieser Moment, wo es angefangen hat, Spaß zu machen, das war genau, warum es gerade mein Ding war. Wie hat sie reagiert? Also ich glaube, sie hat einen charmanten, dicken Mann geheiratet. Und jetzt hat sie einen charmanten, gut aussehenden Mann.